heute ein Review von der Glock 34 in der Deluxe-Version zur Verfügung gestellt von Umarex. Vielen Dank hierfür. Schauen wir uns doch mal den Lieferumfang an. Die Glock 34 wird geliefert in einen Kunststoffkoffer, der verziert von einem Glock-Logo ist. Wir sehen hier im Lieferumfang natürlich zuerst die Pistole mit CO2-Magazin, zwei Griffrücken zum Wechseln, einen dicken Imbusschlüssel für das CO2-Magazin und einen Bolzen, den wir benötigen, um die Griffschalen hier festzumachen. Und natürlich ist noch eine Bedienungsanleitung mit dem Lieferumfang enthalten. Die Verarbeitung der Glock 34 ist sehr hochwertig. Aus Kunststoff sind folgende Bauteile. Einmal ist es der komplette Rahmen hier, auch unten der Magazinschuh. Dann ist der Abzug mit den Abzugszünglein auch aus Kunststoff gefertigt. Magazinknopf ist ebenfalls aus Kunststoff. Auch ist aus Kunststoff das vordere Visier und das hintere Visier. Und aus Kunststoff ist ebenfalls hier hinten dieses Bauteil. Das ist auch aus Kunststoff gefertigt an der Waffe. Der Rest hier, vor allen Dingen der Verschluss, das zeichnet auch die Deluxe-Version aus. Der Verschluss ist aus Aluminium im CNC-Verfahren hergestellt und gefräst. Bauen wir jetzt mal den Verschluss ab. Das heißt, erstmal trennen wir das CO2-Magazin, dann Verschluss nach hinten führen und dann nach vorne abziehen. Hakelt ein bisschen, habe ich so das Gefühl, finde ich jetzt nicht ganz so gut. Und auch ist die Verschlussfeder hier ziemlich lasch gewählt. Das sollte auf jeden Fall mal gegen eine stärkere Recoil Spring Verschlussfeder ausgetauscht werden, nach meiner Meinung. Erstmal ist hier oben der Hammer, die Hammereinheit, die ist aus Stahl. Genau, gerne das Magnet dran halten. Merkt ihr, dass es haftet. Auch hier hinten, das Bauteil ist aus Stahl. Hier vorne das Bauteil ist nicht aus Stahl und auch der Firing Pin ist nicht aus Stahl. Welches Bauteil aber wiederum aus Stahl ist, ist der Verschlussfanghebel. Er ist aus Stahl gefertigt. Und hier vorne wiederum diese Schienen, wo der Schlitten sich lang bewegt, die sind nicht aus Stahl gefertigt. Auch halten die zwei Schienen hier in einem Kunststoffrahmen komplett. Das ist hier, ist alles Kunststoff. Macht für mich irgendwie ja einen filigranen Eindruck. Kann ich jetzt noch nichts weiter dazu sagen, wie lang das hält. Da fehlen dann einfach die Langzeiterfahrungen. So, dann schauen wir uns noch den Verschluss an. Haben wir hier einmal die Nozzle-Einheit. Hatte ich schon auseinandergebaut. Ist ziemlich dünn, das Material. Weiß ich nicht, wie lange das durchhalten wird und wie lange es hält. Also wirkt ein bisschen filigran auf mich. Auch ist hier hinten diese Abdeckung und hinten das Abschlussteil vom Verschluss. Fällt der Name jetzt nicht ein. Die beiden Teile sind auch aus Kunststoff gefertigt. Und was ich an der Waffe leider ziemlich lasch finde, ist die Verschlussfeder. Also als ich die Waffe gereinigt und nochmal neu gefettet habe, ist natürlich immer ein bisschen mehr Fett in den Kleidbahnen als vorher. Deswegen repetiert man ja ein-, zweimal durch und wischt Überflüssiges, was dann hier hinten rausschaut, ab. Und da hat es die Verschlussfeder nicht einmal geschafft, den Verschluss wieder nach vorne gleiten zu lassen. Also das finde ich wirklich ist ein Schwachpunkt dieser Waffe. Und auch sieht man an der Verarbeitung so gut, wie das mit dem CNC-Verfahren ist. Ich habe jetzt insgesamt 3-4 Magazine durch, also eine CO2-Kapsel mehr habe ich nicht angestochen, bevor ich die äußerliche Verarbeitung mache. Und ihr seht hier schon deutliche Abnutzungsspuren am Verschluss. Das betrifft aber alle Glock-Modelle. Hier seht ihr zum Vergleich oben eine Glock 17 in einer normalen Gasversion und unten die getestete Glock 34 in der Deluxe Edition. Unterschied ist der im CNC-Verfahren hergestellte Aluminiumslide mit deutlich ausgeprägteren Markings und einer besseren Lackbeschichtung. Beide Läufe unterscheiden sich lediglich von der Länge, Innen- und Außenlauf
und die Hop-Up-Kammer unterscheidet sich nur in den gewählten Bolzen. Bei der Glock 34 ist dieser dicker und hält somit die Hop-Up-Unit und Innenlauf im Außenlauf. Und bei der Glock 17 ist dieser Bolzen ein bisschen schmaler. Ebenfalls identisch sind die Verschlussfedern beider Modelle. Ebenfalls identisch sind die Lower Frames hier im Bilde gezeigt. Oben die Glock 17 und unten die Glock 34. Erkennt da auch ganz leicht oben rechts daran, dass die Schraube bei der Glock 17 drin ist und bei der Glock 34 oben rechts fehlt. Einziger kleiner Unterschied ist der Schlittenfanghebel. Hier im Bilde die Glock 34 mit einem verlängerten Schlittenfanghebel und oben die Glock 17 hat einen kürzeren Schlittenfanghebel. Um das Hop-Up einzustellen, ihr seht ja das Einstellrad, das könnt ihr von unten dann drehen. Gegen den Uhrzeigersinn erhaltet ihr mehr Hop, also wenn er so rumdreht. Und mit dem Uhrzeigersinn, also so rum, erhaltet ihr weniger Hop. So, um den Griffrücken auszutauschen, erstmal hier einer der breiteren Griffrücken. Gibt es einmal in der L- und in der M-Version, wie jetzt hier. Und ihr habt hier unten so Kunststoffhaken, damit ihr das hier unten einhaken könnt. Und dann einfach dran drücken. Und es gibt zwei unterschiedliche Bolzen, einmal einen breiteren, weil dieses halt auch einfach breiter wird, dann der Griffrücken, damit das hält. Und einmal einen schmaleren, der standardmäßig drin ist. Zunächst müssen wir natürlich den schmaleren austreiben. Ich habe dazu jetzt mal einen kleinen Imbusschlüssel genommen, weil ich keinen Splinttreiber habe. Geht aber ganz einfach, einfach ausklopfen. Dann seht ihr jetzt hier die unterschiedliche Länge. Den breiteren, er ist halt wie gesagt ein bisschen breiter. So, und jetzt einfach das Griffrückenteil hier unten einhaken. Und dran drücken. So. Und jetzt den breiteren Bolzen hier ansetzen und wieder einklopfen. Jetzt haben wir jetzt ein M-breites Griffstück. Ist aber für mich fast schon zu breit. Aber ich komme noch an den Magazinknopf und an den Schlittenfanghebel. Bei mir geht es noch, aber ich werde die M-Schale wieder entfernen. So, CO2-Kapsel ist frisch angestochen. 0,25 Gramm BBs. Hop-Up ist auf die minimalste Einstellung gestellt. Und wir feuern die Waffe bei Raumtemperatur in den Chrono. Glock 34, 20 Meter. Kein Problem. Glock 34, 30 Meter.
Auch kein Problem. Gut, also bei 40 Meter ist dann Schluss. So, Fazit zur VFC Glock 34 in der Deluxe Edition. Positiv auf jeden Fall erstmal die äußerliche Verarbeitung. Auch wie der Schlitten vor allen Dingen verarbeitet ist, mit den eingravierten oder gestanzten oder was auch immer, Markings, das ist wirklich wie Farbgebung und wie detailgetreu und wie schön präzise und scharf das hier eingeprägt oder gelasert oder was auch immer ist, ist wirklich der Hammer. Also das gefällt mir echt sehr gut. Das nächste Positive ist vor allen Dingen die Präzision und die Schussleistung. Das heißt 0,7 Joule gepaart mit ca. 30-35 Meter sinnvoller Reichweite, wo man den Gegner noch gut treffen kann oder sein Ziel, ist wirklich für eine Pistole gut. Klar sind Tokyo Mauri Waffen da nochmal 5 Meter besser, aber das ist wirklich, wirklich sehr ordentlich. Und vor allen Dingen freut mich, ich muss es nochmal wiederholen, dass das CO2-System sehr sauber läuft. Das heißt, ich habe jetzt immer noch die erste Kapsel von den heute den gesamten Schusstest hier einliegend und ich habe mittlerweile 4 volle Magazine verschossen. Also ich komme hier fast so auf 90 bis 100 Schuss. Das ist wirklich herausragend. Dann aber ein paar Dinge, die mir jetzt nicht ganz so gefallen. Das ist unter anderem aber bei Glock-Modellen normal der Abrieb. Das heißt, der Verschluss reibt an dem Außenlauf schon nach dem ersten Magazin deutlich an Farbe ab. Das solltet ihr wissen als Sammler vor allen Dingen, dass da schnell ein Abrieb entsteht. Und dann wünschte ich mir die Verschlussfeder trotz alledem. Ich habe mit Umarex Kontakt gehabt dazu, die sagen, das wäre okay. Ja, natürlich ist es okay, sie funktioniert störungsfrei. Aber noch ein bisschen mehr Pep von der Feder hätte ich mir noch gewünscht. Und ansonsten noch irgendwas Negatives, naja, der Preis 249 Euro ist jetzt nicht gerade günstig für eine Pistole, aber ihr bekommt einen Koffer dazu mit originalen Glock Markings, ihr habt im CNC-Verfahren hergestellten Verschluss mit Top-Farbgebung und den Logos, die da eingraviert sind, also wirklich super klasse. Und vor allen Dingen die 0,7 Joule, ey, war ich auf der Suche nach einer CO2, die unter 1 Joule liegt, das ist wirklich ein Krampf und schwierig. Manchmal hat man aber auch Glück, zum Beispiel mit dieser Glock 34 hier. Also wer die haben möchte und vor allen Dingen Glock 34, und die meisten rennen mit einer 17 oder einer 19 rum, ist das wirklich eine schöne Waffe. Mir gefällt sie sehr gut. Schussleistung, Verarbeitung ist entsprechend auch gut. Dann kann ich euch empfehlen, wenn ihr eine haben wollt, könnt ihr euch die wirklich holen. Hat auch den gesamten Schusstest jetzt hier, sogar 500 Schuss hat sie jetzt raus. Keine Störung, keine Probleme. Und ja, wie gesagt, könnt euch holen. Dankeschön fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt noch ein bisschen ballern. Bis dann.